Der Livestream von Heute Plus, herzlich willkommen. Droht uns ein neuer Krieg? Wir beschäftigen uns mit der Krise im Nahen Osten rund um Iran, Irak und den Konflikt mit den USA. Und wir beginnen in Iran. Dort hat es bei den Trauerfeierlichkeiten für den von den USA getöteten iranischen General Soleimani eine Massenpanik gegeben. Mindestens 50 Menschen sind dabei zu Tode gekommen. Über 200 wurden verletzt. Hunderttausende waren durch die Stadt gezogen, dicht gedrängt um den Sarg des Toten, den viele dort für einen Märtyrer halten. Einzelheiten dazu von Jörg Brase. Seine Heimatstadt Kerman empfing den Sarg General Soleimanis mit einem gewaltigen Aufmarsch an Trauergästen. Auch hier, wie an den Tagen zuvor, drängen sich Zehntausende, um Abschied zu nehmen, dem neuen nationalen Märtyrer nahe zu sein. Und dann passiert es. Eine Massenpanik bricht aus, zahlreiche Menschen werden totgetrampelt oder verletzt. Der Leiter des Nationalen Rettungsdienstes muss stündlich die Opferzahlen im Staatsfernsehen nach oben korrigieren. Am Morgen hatte Irans Parlament ein erneutes wütendes Vergeltungssignal Richtung USA gesendet. Es verabschiedete mehrere neue Antiterrorgesetze. Die Ermordung Soleimanis gilt nun als ein Akt amerikanischen Staatsterrorismus und rechtfertigt Gegenmaßnahmen. Wir haben nun auch das Verteidigungsministerium als Terrororganisation anerkannt. Außerdem alle, die am Befehl, General Soleimani zu töten, beteiligt waren. Damit sind der Verteidigungsminister und Präsident Trump Terroristen und müssen bestraft werden. Ist diese Entscheidung eher symbolisch, hat eine andere durchaus praktischen Nutzen. Außerdem verabschiedete das Parlament einen Sonderetat in Höhe von 200 Millionen Euro für die Revolutionsgarden, unter anderem für die geplanten Vergeltungsschläge gegen die Amerikaner. Hätte das von Sanktionen gebeutelte Volk sonst gegen noch mehr Geld fürs Militär protestiert, hofft Irans Führung nun offenbar, dass diese Entscheidung im Zuge des nationalen Ausnahmezustands hingenommen wird. Die Beerdigung Soleimanis wurde wegen des tragischen Zwischenfalls auf den Abend verschoben. Und mit unserem Korrespondenten vor Ort in Teheran, mit Jörg Brase, nämlich sprechen wir jetzt nochmal. Jörg, guten Abend. Inwiefern haben die tragischen Ereignisse von heute, der Tod nochmal vieler Menschen, die Stimmung im Land nochmal beeinflusst? Also ich bin heute ein paar Mal gefragt worden, ob die Toten von Kerman nun politisch instrumentalisiert werden könnten, indem die Regierung da noch weitere Opfer vorführt, die man dann den Amerikanern anlasten kann. Aber genau das ist eben nicht passiert. Es ist nicht so, als ob das Ereignis jetzt runtergespielt oder verschwiegen wird. Nein, das Staatsfernsehen berichtet darüber in der Form, dass es schon die Opferzahlen durchgibt, aber man sieht keine Bilder. Die Bilder der Toten werden im Staatsfernsehen nicht gezeigt und ich denke auch, dass es einfach nicht in diese Inszenierung passt, die wir da jetzt in den vergangenen Tagen und auch heute erlebt haben. Es geht darum, natürlich einen neuen Märtyrer zu kreieren, das Volk in der Trauer, in der Wut über seinen Tod irgendwie zu vereinen und ja letztlich wahrscheinlich auch vorzubereiten auf einen Krieg bzw. auf eine militärische Auseinandersetzung mit den USA. Bleiben wir mal bei der Einigkeit der Bevölkerung. Wenn man diese Bilder sieht, diese Hunderttausenden auf den Straßen, dann stellt sich ja schon die Frage, wie echt ist das alles? Vor nicht wenigen Tagen, vor nicht wenigen Wochen hat es große Proteste gegeben. Also ist das inszeniert oder ist es tatsächlich so, dass die jüngsten Ereignisse das Land zusammenbringen? Also da ist natürlich ein großer Teil Inszenierung dabei. Die viele der Menschen, die man auf den Straßen gesehen hat, die tragen Plakate, die zu Tausenden gedruckt wurden, wo dann auch harte Rache angedroht wird auf diesen Plakaten. Da ist natürlich sehr viel Inszenierung dabei. Da wurden auch sehr viele Menschen mit Bustransporten an die jeweiligen Orte gebracht, um eben sicherzustellen, dass da wirklich beeindruckende Bilder entstehen. Aber wir haben das gestern in Teheran selbst erlebt und man hat es heute auch noch mal gesehen, auch wie das Staatsfernsehen das inszeniert. Das ist einfach beeindruckend. Diese Leute sind zum großen Teil freiwillig da. Und es gibt auch viele, mit denen wir gesprochen haben, die durchaus kritisch sind dem System, dem Regime gegenüber, die uns sagen, dass sie zum einen auch diesen General durchaus geschätzt haben. Was viele gut fanden, ist, dass er es doch geschafft hat, gegen den Islamischen Staat erfolgreich ein Verteidigungsnetzwerk aufzubauen und zu verhindern, dass der IS eben in den Iran hineinwirken kann. Und
Es sind auch viele dabei, die sagen, das ist schon etwas anderes, was da jetzt passiert ist. Da sind die USA zu weit gegangen. Die Tötung von Soleimani, das war auch ein Angriff auf uns. Die fühlen sich dadurch persönlich gedemütigt. Das heißt, da gibt es schon eine Einigkeit, will ich nicht sagen, aber eine gemeinsame Betroffenheit, die die Leute auf die Straße bringt und in der Trauer und in der Wut über seinen Tod vereint. Und natürlich gibt es immer noch viele im Iran, die überhaupt nicht einverstanden sind mit der Politik des Regimes, auch mit der Richtung, die sich das hier entwickelt und die auch vielleicht den General Soleimani nicht geschätzt haben, aber und Sie hatten die Ereignisse vor ein paar Wochen angesprochen. Diese Ereignisse sind natürlich noch im Gedächtnis. Das heißt, diese Leute trauen sich einfach gar nicht raus und trauen sich jetzt nicht, ihre Kritik zu äußern, denn die bekommen ja auch mit, dass die Nation hier im Moment in eine ganz andere Richtung marschiert. Ja, die große Frage ist natürlich, wie geht es jetzt weiter? Alle Zeichen, so scheint es zumindest, stehen im Moment auf Eskalation. Was glauben Sie, wie wird sich die Führung in Teheran jetzt positionieren? Also ich denke, da gibt es so zwei Seiten. Die eine Seite ist jetzt wirklich diese Vorbereitung auf den Gegenschlag, der sicherlich kommen wird. Was man jetzt gesehen hat, ist, dass sich dieses Netzwerk, das General Soleimani in den letzten Jahren geknüpft hat, von in der Region aufgestellten schiitischen Milizen, dass die sich jetzt nach seinem Tod ganz offen versuchen zusammenzuschließen. Da soll es Koordinierungstreffen geben, bei denen sich diese Gruppen dann absprechen wollen und gemeinsam in den Kampf gegen die USA ziehen. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, ich hatte es im Beitrag angesprochen, diese 200 Millionen Euro, die jetzt aus den Staatsrücklagen zur Verfügung gestellt werden, um diesen Kampf zu finanzieren. Das ist also auf der einen Seite die Vorbereitung auf die militärische Auseinandersetzung. Andererseits sehen wir aber auch, dass das iranische Regime sich immer noch eine Tür offen halten will für Verhandlungen über das Atomabkommen, was nicht ganz aufgekündigt wurde. Da hat man immer noch einen Spalt die Tür auf, um dann letztlich mit den Unterzeichnerstaaten, also auch mit den Europäern zu reden und eventuell dann auch mit den Amerikanern sich wieder an einen Tisch zu setzen. Informationen und Einschätzungen waren das von Jörg Brase in Teheran live. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, die Ereignisse im Iran bzw. in Iran beschäftigen natürlich auch die Deutsch-Iraner bei uns. Das sind immerhin mehr als 230.000. Und wir haben zwei von ihnen getroffen und sie mal nach ihrer Meinung zu den jüngsten Entwicklungen gefragt. Aus einer persönlichen Perspektive und Warte aus beobachte ich das, bin beunruhigt. Das betrifft meinen Alltag und beunruhigt mich im Alltag. Ich arbeite, aber parallel verfolge ich die Entwicklung und hoffen wir mal das Beste für die iranische Bevölkerung. Trumps Aktion hat es geschafft, dass die Bevölkerung jetzt emotionalisiert ist, teilweise wieder auf die Straßen geht tatsächlich, was sie ja lange nicht gemacht haben, überhaupt um Pro-Regierung Kundgebungen zu besuchen. Also es wurden viele bestimmt auch bezahlt, die auf die Straße kommen sollen. Das ist mit Sicherheit nicht die Mehrheit der Bevölkerung, das ist eine absolute Minderheit der Bevölkerung, die auf die Straße gegangen ist. Die Iraner sind mit dem Land Iran tief verwurzelt. Sie lieben das Land, haben sehr viele Erinnerungen an dem Land. Viele sind nie wieder hingereist. Und diese Erinnerung ist sehr stark in denen. Deswegen kritisieren alle, glaube ich, auch gemeinschaftlich, egal aus welchem Lager sie kommen, auch die Aktion von Trump. Ich hoffe, dass der Iran irgendwann oder die iranische Bevölkerung der Iran irgendwann zu einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung kommen, so wie wir sie hier auch genießen können. Als Deutsch-Iraner oder Deutsche und dass wir zu einem positiven, prosperierenden Zusammenarbeit aller Länder kommen, so wie man sich das für jedes Volk vorstellt. Also lass uns gemeinsam leben, lass uns gemeinsam achten und friedlich zusammenleben. Soweit also zwei Stimmen aus Deutschland. Wir vertiefen das Thema weiter mit Antje Nötzold, Politikwissenschaftlerin an der TU Chemnitz. Guten Abend, Frau Nötzold. Wir haben jetzt schon viel über die aktuellen Ereignisse gesprochen. Wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, das Ganze nochmal aus einer etwas größeren Perspektive betrachten, wo liegen denn eigentlich genau die Ursachen für den Konflikt, insbesondere zwischen den USA und Iran? Und die Ursachen des Konflikts gehen bis ins Jahr 1979 zurück, als die Islamische Revolution den von den USA unterstützten Schah stürzte.
Im Anschluss sieht sich der islamische Staat auch als Vertreter der Schiiten, also einer Grundrichtung des Islam, und hat auch ein gewisses Sendungsbewusstsein als Führer der Schiiten in die Region hinaus, unterstützt quasi andere Kräfte in anderen Ländern, im Libanon, in Syrien, in den Golfstaaten, sodass es hier immer wieder zu Konflikten kommt. Darüber hinaus hat sich das Ganze zugespitzt mit dem sogenannten Atomkonflikt seit 2002, 2003. Hier geht es darum, dass der Iran nuklearwaffenrelevante Fähigkeiten und Kapazitäten erworben hat. Und da kam es eben zu dem Konflikt mit der internationalen Gemeinschaft, dass man eben hier dem Iran zurückbringen wollte. Präsident Trump hat dieses Joint Comprehensive Plan of Action, also dieses Abkommen, dieses Atomabkommen mit dem Iran, dann schließlich im Jahr 2000, also letztes Jahr wieder, vorletztes Jahr muss man jetzt sagen, wieder aufgekündigt, womit sich der Konflikt dann eben in den letzten zwei Jahren nochmal massiv verschärft hat eben auch. Da würde ich gerne nochmal einhaken. Inwieweit hat sich die Krise denn durch das Aufkündigen des Abkommens durch die USA verschärft? Nun, dem Iran wurde im Gegenzug für seine Einschränkungen des Nuklearprogramms, also der Iran hat auch verschiedene ihm eigentlich auch zustehende Fähigkeiten und Kapazitäten verzichtet, also geringere Urananreicherungsgrade, Mengen von Zentrifugen, die benutzt werden, verschiedene Technologien. Im Gegenzug wurden ihm eben das Aufheben der Sanktionen, die für das mit dem Uran Nuklearprogramm in Verbindung standen, zugesagt, dass eben die Wirtschaft, die iranische Wirtschaft, die auch damals schon am Boden lag, eben wieder neue Initiativen bekommt, sich entwickeln kann. Das hat alles nicht so wirklich gut funktioniert, weil eben verschiedene andere Sanktionen, die eben nicht mit dem Nuklearprogramm in Verbindung standen, sondern mit anderen eben Aktionen des Iran in der Region nicht aufgekündigt wurden, sodass eben die Wirtschaft des Iran sich nicht wirklich entwickeln konnte. Das hat eben dazu geführt, dass der Iran mit dem Aufkündigen des Abkommens gesagt hat, seine Seite ist eigentlich erfüllt. Die Internationale Atomenergieagentur hat ihm auch immer wieder bescheinigt, der Iran hält sich an seine Auflagen. Er sieht jetzt die USA als diejenigen, die sich nicht an ihre Abkommen, an das Abkommen gehalten haben, indem sie eben ausgetreten sind und eben ihre Seite nicht erfüllt haben daran. Darf ich gerade noch mal einhaken? Um darauf zu reagieren, hat man eben, ja. Die USA haben das Abkommen aufgekündigt, das hatten Sie gesagt. Der Iran hat ja inzwischen selber auch gesagt, dass er sich nicht weiter an das Abkommen gebunden fühlt. Ist damit dieser Deal erledigt? Schwierig zu sagen. Also eigentlich wäre er schon erledigt in dem Moment, wo die USA ihn aufkündigen. Denn die Europäer in Zusammenarbeit mit den Chinesen und den Russen Russland hat versucht, dieses Abkommen zu retten, indem man eben versucht hat, das zu kompensieren, was die Sanktionen, die die USA eben wieder aufgesetzt haben. Was natürlich schwierig ist, weil ein Großteil des Geldes des Welthandels eben in Dollar abgewickelt wird und die USA eben auch gedroht haben, dass Unternehmen, die mit dem Iran Geschäfte machen, dann eben in den USA sanktioniert werden oder deren Amerika-Geschäft sanktioniert wird. Und nun stehen verschiedene Firmen vor der Abwägung, machen sie mehr Umsätze, mehr Geschäfte in den USA oder im Iran. Und das hat eben dazu geführt, dass eben man das Abkommen auch von europäischer Seite trotz verschiedenster Bemühungen, politischer Bemühungen in dem Sinne nicht retten konnte. Also man konnte das nicht kompensieren, dass die USA hier ausgestiegen sind. Und wenn die USA aussteigen? Der Iran hat sich lange Zeit trotzdem noch daran, ja. Also die USA, die sind ja ausgestiegen, bitte? Das ist klar. Aber wenn jetzt im Prinzip alle anderen dann auch mitmachen, also aus dem Westen im Prinzip auch nicht weiter an diesem Deal mit Iran festhalten können, was bedeutet das dann für die Zukunft in der Region, wenn es dieses Abkommen dann so nicht mehr gibt? Das könnte sehr gefährlich für die Zukunft werden, denn der Iran hat ja jetzt schon wieder verschiedene Fähigkeiten aufgenommen. Er reichert sein Uran wieder höher an. Dazu muss man wissen, je höher das Uran angereichert ist, umso eher ist es waffenfähig. Iran ist wieder bei einer 20-prozentigen Anreicherung. Das ist quasi 90% des Weges zu waffenfähigem Uran.
Es hat verschiedene Forschungsaktivitäten wieder aufgenommen. Es hat die Menge an Zentrifugen, auch neuere Zentrifugentechnologien wieder aufgenommen, was eben dazu führen kann, dass es eben der Zeitraum, den Iran braucht, um quasi die Nuklearwaffe zu bauen, die Bombe zu bauen, der verringert sich wieder. Dadurch könnten sich andere Mächte in der Region, vor allen Dingen Saudi-Arabien, gedrängt fühlen, jetzt ihrerseits auch wieder eventuell eine Nuklearwaffe erwerben zu wollen oder aufbauen zu wollen. Denn da kommt wieder dieser Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten hinein. Der Iran, der dann eben als schiitische Macht in der Region eine Nuklearwaffe hätte, was sich die Sunniten im Gegenzug natürlich nicht bieten lassen wollen. Die wollten dann nachziehen. Saudi-Arabien hat ja mehrfach angekündigt, es würde keine iranische Nuklearwaffe tolerieren. Ja, also die Israel Gewaltspirale bzw. Rüstungsspirale könnte sich dadurch weiter drehen. Jetzt ist ja auch die Information inzwischen da, dass die deutschen Soldaten aus dem Irak abgezogen werden, beziehungsweise das Ganze läuft schon, auch aus anderen NATO-Staaten. Was bedeutet das für die Region? Das hat in dem Sinn erstmal keinen direkten Einfluss auf den Konflikt zwischen dem Iran und den USA. Sie werden ja aus sicherheitspolitischen Erwägungen abgezogen. Falls es eben da zu einem Konflikt kommen könnte, natürlich sehr schnell den Irak mit erfassen würde. Der Irak, der ja die schiitische Regierung des Irak, die sehr stark mit dem Iran verbunden ist. Das schwächt allerdings den Kampf gegen den IS, gegen den Islamischen Staat. Denn die NATO-Truppen, auch die deutschen Truppen, deutschen Soldaten sind in Ausbildungsmissionen da, um den Kampf gegen den Islamischen Staat zu unterstützen. Das heißt, es könnte jetzt dazu führen, dass der Islamische Staat wieder stärker wird, beziehungsweise der Kampf gegen den Islamischen Staat, der ja auch noch lange nicht gewonnen ist, dass der jetzt wieder erhebliche Rückschritte nimmt. Letzte Frage. Sehen Sie denn auch die Chance für eine Deeskalation der Lage, beziehungsweise was müsste denn jetzt dafür passieren? Also die Chance für eine Deeskalation sehe ich auf jeden Fall, denn weder die USA noch der Iran ist wirklich einem Konflikt, einem Ausbruch eines Krieges gelegen. Das hat man auch daran gesehen, der Iran hat jetzt noch nicht reagiert, es ist einige Tage vergangen. Man hat zwar die Massen, also auch die Straße, die man befriedigen muss, es wird irgendeine Art der Vergeltung geben müssen des Irans. Die Frage ist hier, wie man reagiert. Also wir sehen ja schon seit einigen Monaten dieses Spiel der gegenseitigen Provokationen. Es besteht natürlich immer die Gefahr, dass es eskalieren kann, aber letzten Endes ist weder den USA noch dem Iran an einem wirklichen Krieg, also an einem militärischen direkten Auseinandersetzung der beiden gelegen. Also beide sind, glaube ich, nicht daran interessiert, dass es dazu kommt. Ja, Ihre Worte in den Ohren aller Konfliktparteien. Vielen Dank. Antje Nötzelt war das von der TU Chemnitz, Politikwissenschaftlerin. Danke Ihnen für das Gespräch. Soweit unser Livestream zur Krise in Iran. Wir bedanken uns bei euch für die Aufmerksamkeit, wünschen euch noch einen schönen Abend und sagen bis bald. Und wenn euch dieser Livestream gefallen hat, dann interessiert euch vielleicht auch dieses Thema hier, ein Livestream von uns über die Kurden im Syrienkrieg oder dieser hier, ob wir nämlich mit Hightech das Klima retten können. Oder ihr guckt euch das an, das ist nämlich der ZDF-Heute-Kanal, den könnt ihr abonnieren und dann verpasst ihr in Zukunft überhaupt keinen Livestream bzw. andere interessante Inhalte von uns mehr. Das würde uns natürlich am allermeisten freuen.